Freddy Bickel hat sich zur Doppelbelastung zwischen der Bundesliga und der UEFA Europa League geäußert. Dabei sieht er seine Mannschaft von den Medien unfair behandelt. Zudem hielt der Sportdirektor fest, dass die Aufstellung alleine Trainer Goran Djuricin zusammenstellt, von diesem forderte der Schweizer allerdings positive Ergebnisse. Der Rhythmus wäre zumutbar, aber es waren nicht alle fit, sagte Bickel im Gespräch mit der Heute. Drei Tage nach dem Auftaktsieg in der Europa League wartete das schwierige Gastspiel bei RB Salzburg, das knapp mit 1:2 verloren ging. Dabei überraschte Trainer Djuricin mit seiner Startelf, in der er 8 Änderungen vorgenommen hatte. Das Risiko, dass sich leicht angeschlagene und nicht ganz fitte Spieler verletzen und dann länger ausfallen, war zu groß. Rotiert wird bei den anderen Teams auch, aber angesprochen wird das nur bei uns, wehrte sich Bickel gegen die Kritik am Totalumbau. Zum Vergleich, Salzburgs Marco Rose schickte im Vergleich zum Bullenduell in der Europa League gegen Rapid 4 andere Akteure zu Beginn aufs Spielfeld. Wer spielt, entscheidet immer der Trainer, nicht der Sportchef, nicht das Präsidium, hielt Bickel fest. Rapid muss am Mittwoch im ÖFB Cup beim SV Mattersburg bestehen. Auf die Frage, ob Djuricin im Falle eines Ausscheidens im Cup mit einem Rauswurf rechnen muss, reagiert Bickel zwiespältig. Nein, ich hänge das nicht an einem einzigen Spiel auf, sagte er, fügte aber an, klar ist auch, dass in den nächsten Wochen Resultate gefordert sind. Die Situation ist absolut ernst, alarmierend, ÖFB Cup 2. Runde, Rapid muss nach Mattersburg, Datum Heimgastergebnis, Uhrzeit 24. September 2018 SA Klagenfurt FEC 1, 525.09.2018 SV Leobendorf SCR Alltag 16.00 Uhr 25. September 2018 AS BSC Bruck Leiter Austria Lustenau 18.00 Uhr 25. September 2018 WACSK Austria Klagenfurt 18.30 Uhr 25. September 2018 TSV Hartberg WSG Wattens 19.00 Uhr 25. September 2018 Wirkler Max V Ried 19.00 Uhr 25. September 2018 Deutschlandsberger SCSC Wiener Neustadt 19.00 Uhr 25. September 2018 SV Horn SV Lafnitz 19.30 Uhr 25. September 2018 GAG Vorwärts Steyr 20.45 Uhr 26. September 2018 FC Stadlau Kapfenberger SV 16.00 Uhr 26. September 2018 SV Mattersburg Rapid 18.30 Uhr 26. September 2018 FC Saalfeldensten St. 19.00 Uhr 26. September 2018 SC Neusiedl, Sewacker Innsbruck 19.00 Uhr 26. September 2018 ATSV Stadl Paural Ask 19.00 Uhr 26. September 2018 SC Schwasrit Bull Salzburg 20.30 Uhr 26. September 2018 FK Austria Wiensk Sturm 20.45 Uhr Werbung